Jupp, also auf zum zweiten Teil. Diesmal machen wir keine waagerechten, senkrechten Striche, machen wir natürlich auch so unter den, die unter den Schriftzeichen, die hier so dran sind, sind natürlich auch waagerechte und senkrechte Striche inbegriffen. Wir machen diesmal den schräg von rechts oben nach links unten fallenden und den schräg von links oben nach rechts unten fallenden Strich. Und außerdem machen wir das, was ich letztes Mal schon angekündigt hatte, nämlich erklären, warum man beim Quadrat oder beim Co den unteren Strich zuletzt macht, auch wenn er nicht der unterste oder der rechteste im Zeichen drinnen ist. Gut, wir fangen aber erstmal mit den schräg nach rechts oder links fallenden Strichen an. Einfachstes Beispiel ist das Schriftzeichen für die Zahl 8, Bar. Besteht nämlich genau aus einem von rechts oben nach links unten und aus einem von links oben nach rechts unten fallenden Strich. Und ganz einfach angeordnet, die beiden Striche kreuzen sich nicht, die stehen einfach nur nebeneinander. Wir haben also wieder unsere Faustregel einzuhalten, links, rechts. Und schon haben wir das Schriftzeichen für die Zahl 8, Bar. So, wenn die beiden sich kreuzen, müssen wir allerdings eine Regel beachten, nämlich dass der von rechts oben nach links unten fallende Strich immer vor dem von rechts oben nach von links oben nach rechts unten fallenden Strich geschrieben wird. Ich habe es hier schon mal auseinandergenommen. Das ist das Schriftzeichen I. Kommt im Chinesischen nicht so schrecklich häufig vor. Aber egal, es war ein gutes Beispiel und nicht ein ganz so komplexes Beispiel für ein, ich sag mal, Kreuz. Und deswegen habe ich das jetzt einfach genommen. Also I. Hier sehen wir, von rechts oben nach links unten ist der erste und dann kommt erst von links oben nach rechts unten als zweiter. Die beiden senkrechten Striche daneben folgen dann halt wieder dem Schema von links nach rechts, also erst der und dann der. Entsprechend von rechts oben nach links unten, von links oben nach rechts unten, linker senkrechter, rechter senkrechter mit Haken dran. Okay, als nächstes Beispiel habe ich dann das Schriftzeichen für Baum oder Holz gewählt. Da haben wir jetzt mal alles drin, was wir bis jetzt gelernt haben, nämlich einmal ein Kreuz aus einem waagerechten und einem senkrechten Strich und dann die beiden jeweils in die Seitenrichtung abfallenden. Da macht man zuerst waagerecht und dann senkrecht, gemäß unserer Regel, die wir in der letzten Sitzung hatten. Und dann schreiben wir von links nach rechts zuerst diesen Strich und dann den anderen Strich. Wunderbar. Dann kann es natürlich auch vorkommen, dass die schräg zur Seite fallenden Striche auch von waagerechten Strichen gekreuzt werden. Das ist zum Beispiel in dem Schriftzeichen groß der Fall, das liest man da. Da folgt man dann derselben Regel, die man auch bei der einfachen Kreuzung zwischen waagerecht und senkrecht hat. Das ist ja auch relativ senkrecht, nur so ein bisschen abgebogen zur Seite. Es wird zuerst der waagerechte Strich geschrieben und dann erst der senkrecht durchstoßende. Erst waagerecht und dann ist der linke Strich länger als der rechte und er steht auf der linken Seite. Zwei Argumente, die dafür sprechen, ihn zuerst zu schreiben. Fängt am weitesten oben an, wird also als erstes geschrieben. Erst der linke Strich wird als erstes geschrieben und danach erst folgt der rechte Strich. So, wie ich ja letztes Mal schon gesagt hatte, als wir das Co hatten, ich springe mal kurz hier rüber, um das zu erläutern. Es gibt auch, außer diesen Kreuzungen, gibt es ja auch zusammengesetzte Formen dieser Striche, wie zum Beispiel hier, wo der waagerechte und der senkrechte zu einem Strich verbunden sind. Das gibt es natürlich mit diesen schräg abfallenden Strichen ebenso. Beim Schriftzeichen Yo, das heißt wieder, wiederholt, nochmal,
haben wir eine Kombination aus einem waagerechten Strich mit einem schräg von rechts oben nach links unten abfallenden Strich, der dann gekreuzt wird von einem von links oben nach rechts unten abfallenden Strich. Das ist jetzt ein bisschen eierköpfig geworden. So. Jo. Und hier ist natürlich die Regel nicht nur, dass der Strich vor dem geschrieben werden muss, sondern auch, dass dieser Strich einfach mal definitiv an erster Stelle ist, weil er am weitesten links und am weitesten oben anfängt. Klarer Fall. Gut. Zweite Möglichkeit, um Striche, also diese schräg fallenden Striche zu verbinden, haben wir hier im Schriftzeichen Nü. Nü, Frau oder weiblich. Es wird wahrscheinlich irgendjemand sagen, ja, du erklärst das nicht richtig und bringst da total verschiedene Striche durcheinander. Es ist in der Tat so, dass dieser schräg von links oben nach rechts unten abfallende Strich nicht derselbe ist wie dieser hier oder dieser. Also die auf dieser Seite sind alle identisch, die in die Richtung verlaufen. Der hier bei Nü ist nicht identisch. Wenn man das ganz feinteilig nach klassischer Klassifizierung sozusagen nimmt oder nach der kalligraphischen, fachlich korrekten Bezeichnung, ist das hier natürlich ein anderer Strich. Aber prinzipiell, um die Grundlagen darzustellen, ist erstmal in Ordnung, das hiermit zu machen. Wir haben hier eine Kombination aus dem normal von rechts oben nach links abfallenden Strich und dann aus dem von links oben nach rechts unten abfallenden Strich. Hier schon mal aufgeschrieben, sieht so aus. Man erkennt übrigens auch so in der mit Kugelschreiber oder sonst was geschriebene Form, dass es ein anderer Strich ist, weil er einfach eine Biegung nach oben hat. Gebogene Striche und so weiter machen wir später noch. Aber hier erstmal, nicht, dass ich es euch unterschlagen wollte, aber der ist halt ein bisschen anders. Also es ist halt ein anderer Typ Strich als dieser hier oder der. Gut, wie dem auch sei. Bei einem Schriftzeichen für Frau ist es jetzt ein bisschen strange. Da würde man ja normalerweise auch davon ausgehen, dass wir zuerst den waagerechten machen, ist hier aber nicht so. Der Strich, der hier kommt, ist ja irgendwie komplex. Das heißt also, dass der zuerst geschrieben wird. Danach greift dann die Regel, dass diese Kreuzung zuerst kommt und deswegen wird erst zum Schluss der waagerechte Strich angesetzt. Warum auch immer, man sollte sich einfach hier in der Kombination merken. Also zuerst dieses kombinierte Strich, dann der Kreuzungsstrich und dann erst der waagerechte. Gut. Eine weitere Kombinationsmöglichkeit ist ohne Kreuzung, einfach nur, dass der irgendwo angesetzt ist, wie zum Beispiel beim Schriftzeichen Shen. Das heißt entweder leben oder lebendig oder frisch oder auch gebären. Das Schriftzeichen hat extrem viele Bedeutungen, je nachdem in welchem Kontext es vorkommt. Die meisten chinesischen Schriftzeichen haben extrem viele Bedeutungen, aber es gibt halt welche, die häufiger gebraucht werden und die dann halt relevant zu lernen sind. Ich glaube, dieses Schriftzeichen hat insgesamt 27 oder 29 Bedeutungen. Davon ist aber eigentlich nur eine so wirklich relevant. Okay, wie auch immer. Wir sind erstmal beim Shen. Am weitesten oben links steht dieser abfallende Strich, um den es ja gerade geht. Und danach haben wir dann einfach nur noch senkrechte und waagerechte Striche. Und da halten wir uns ganz konsequent an die Regeln, die wir gelernt haben. Zuerst mal die waagerechten Striche, die durchstoßen werden. Dann der senkrechte Strich, der durchstößt. Und zum Schluss der waagerechte Strich, der das Zeichen abschließt. Eigentlich ganz einfach. So, das nächste Schriftzeichen, was wir haben, da haben wir auch wieder so einen Fall, das hier ist kein regulärer senkrechter Strich, so wie hier im Sheng oder hier im Mu oder hier im Hui, sondern der hat auch so eine Biegung, ist eigentlich auch als anderer Strich klassifiziert, aber ich habe ihn jetzt einfach mal als bekannt sozusagen genommen, weil es ein relativ einfacher senkrechter Strich ist. Gut.
Ich finde, man sollte es im Basiskurs auch nicht so sehr mit den Details übertreiben. Deswegen, wir nehmen das jetzt einfach mal als senkrechten Strich hin und gut ist. Genau, das Schriftzeichen Jung bedeutet benutzen. Wie gesagt, bedeutet noch 27 oder 29 andere Sachen, aber hauptsächlich bedeutet es halt benutzen. Oder notwendig sein kann es auch mal bedeuten. Oder benötigen oder sowas. Gut, wie auch immer. Entsprechend wie beim Co. erst die linke Seitenwand, dann der obere Teil mit der Strichkombination mit der Seitenwand und da haben wir auch einen Haken, genau wie beim Co. Also dieser Teil, der rechte, also der obere und der rechte, sind mit dem Co identisch, nur hier ist halt eine abgewandelte Version des senkrechten Teils. So, und jetzt kann man in diese Öffnung, die sich da ergeben hat, etwas einfügen. Das folgt aber ganz regulär den Regeln, die wir schon kennen. Nämlich erstmal die waagerechten Teile und dann das durchstoßende senkrechte Teil. Und zack ist unser Zeichen fertig und wir haben ein Jung. Beim nächsten Zeichen habe ich mal ganz einfach Kombination aus zwei Co genommen. Und zwar ein Co im anderen Co. Das liest man Hui. Und das bedeutet irgendwie, ja, auch wiederholt, nochmal oder repetitiv oder sonst irgendwie sowas in der Kante. Das aber, glaube ich, kann auch irgendwie so um herum oder sowas sein. Wie auch immer, Schriftzeichen, hui. Da ziehen wir zuerst den Rahmen, ohne ihn abzuschließen. Und dann können wir ganz regulär erstmal den Mittelteil fertig machen. Und erst wenn das, was wir reinschreiben, komplett abgeschlossen ist, hier ist es ja relativ einfach, unser Co, dann erst machen wir das Ding zu. Und damit haben wir ein Hui. Beim letzten Schriftzeichen habe ich das auch nochmal genommen. Das ist Bei. Das Schriftzeichen für Muschel kommt so an sich relativ selten vor, kommt aber relativ oft als Zeichenbestandteil vor. Darum habe ich mir gedacht, es ist ganz sinnvoll, das zu nehmen und wir können damit nochmal die Prinzipien vertiefen, die wir jetzt gerade gelernt haben. Also, senkrecht, der waagerechte und senkrechte. Dann füllen wir den Mittelteil aus und schließen dann das Co erst ab und danach schreiben wir von links nach rechts diese seitlich abfallenden Striche und fertig ist unser Bei, unsere Muschel. Ja, so viel erstmal zu den schrägen Strichen, dann können wir als nächstes, denke ich mal, zu den Punkten kommen. Punkte sind ein relativ komplexes Thema und ich denke mal, da lässt sich doch eine ganze Sitzung mit füllen. Na gut, weiter geht's.